Meine Damen und Herren, und wir schauen wieder ins All und wir schauen auf die ISS, wo Matthias Maurer ist und unser Alltag, die Mission des Matthias Maurer. Das ist ja eine Serie, bei der wir verschiedenste Themen durchsprechen wollen, unter anderem auch die Wissenschaft. Heute kommen wir auf ein ganz anderes Thema. Wir gucken so ein bisschen in die Zukunft, und zwar in die Zukunft derjenigen, die möglicherweise mal Wissenschaftler werden oder sogar auf der ISS oder zumindest im Raum, im Weltraum mal landen könnten. Ich begrüße sehr herzlich Matthias Maurer. Hallo, herzliche Grüße von der ISS. Ja, auf jeden Fall muss ich erst mal wissen, geht es dir gut? Mir geht es wunderbar. Ich genieße einfach die Schwerelosigkeit da und die Arbeit hier oben, die wissenschaftlichen Experimente. Wir hatten gerade eine sehr intensive Phase mit einer Versorgungskapsel, SpaceX 24. Die hat uns sehr, sehr viele Proben, viel Material gebracht. Die war eine Woche, einen Monat hier angedockt, ist vor einer Woche dann wieder zurückgeflogen. Und jetzt haben wir gerade so ein kleines bisschen Zeit, dann mal durchzuschnaufen, bevor dann in 2 Wochen die nächste große Kapsel kommt mit viel, viel mehr Experimenten dann wieder. Dann muss ich dich allerdings darauf vorbereiten, ganz, ganz viele Fragen jetzt zu beantworten. Ich habe gesagt, wir gucken mal in die Zukunft, nämlich zu den Kindern, die ganz viele Fragen haben. An der Mariengrundschule in Bonn, da haben Kinder sich mit dem Weltraum und der Geschichte der Raumfahrt beschäftigt. Und wir haben mal die Möglichkeit genutzt, Kinder fragen zu lassen. Und die fragen dich dann gleich selber. Christian Wiegand war in der Schule und hat mit den Kindern und der Lehrerin gesprochen. Wir sind hier in der Marienschule in Bonn in der Klasse 1b, in der Elefantenklasse. Und hier wird seit 3 Wochen die Geschichte und die Geschichten der Raumfahrt unterrichtet. Das Klassenzimmer ist ein bisschen hergerichtet worden wie eine sehr erdnahe Raumstation. Und die Idee dazu hatte Klassenlehrerin Elena Link. Frau Link, wie kam das an, bei Erstklässlern die Themen der Raumfahrt zu besprechen? Also es war total toll für die Kinder. Also von Anfang an waren die total begeistert. Viele Kinder haben Dinge mitgebracht von zu Hause, sei es ein Poster oder auch andere Dinge, waren total begeistert, hatten gleich ganz viele Fragen, die ich selbst überhaupt noch nicht beantworten konnte. Und auch so die Atmosphäre des Klassenraumes, wie sie sich verändert hat, hat ihnen total gefallen. Ja, und Fragen haben die Kinder eine Menge an Matthias Maurer, der hier 400 Kilometer über der Marienschule im Grunde Forschung betreibt, auf der internationalen Raumstation ISS. Und damit wird es jetzt höchste Zeit, dass wir unsere Sendung Alltalk den Kindern der Klasse 1b der Marienschule übergeben und die Fragen an Matthias direkt zu ihm hochschicken, zur ISS. Hallo. Hallo. Hallo Matthias, vermisst du eigentlich deine Familie? Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Natürlich fehlt mir meine Familie, aber ich bin ja nur 6 Monate hier oben im All unterwegs und ich kann die immer anrufen und ich habe auch jede Woche einmal die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu machen. Von daher fehlt mir meine Familie jetzt nicht ganz so viel, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Gibt es überhaupt im Weltraum Empfang von Handys? Also im Weltraum haben wir keinen Empfang vom Handy, weil wir fliegen einfach viel zu schnell. Das heißt, wir sind von einem Funkmast bis zum nächsten geflogen, bevor das Handy sich einloggen könnte. Wir sind ja 400 Kilometer hoch, so weit senden die Handymasten dann nicht. Was machen Astronauten, wenn sie auf Toilette müssen, aber gerade einen Ausflug im Weltall zum Beispiel machen? Ja, für die Fälle haben wir Pampers dabei und dann nutzen wir die Pampers. Und dann machen wir das, was die Kinder, ja, wenn sie ganz klein sind, auch machen, nämlich in die Pampers rein. Warum nimmt der Mond ab und geht dann wieder auf? Ja, also der Mond, der fährt dann in den Schatten rein von der Erde. Die Sonne steht auf der einen Seite, die Erde in der Mitte und dann ist so der Schatten von der Erde überdeckt den Mond und der Mond wandert dann immer mehr in diesen Schatten rein und irgendwann wandert er wieder raus und dann sieht man ihn wieder ganz. Wie entstehen die Kraters? Wie sehen die Krater in Wirklichkeit auf dem Mond aus?
Ja, die Krater auf dem Mond, die kann man sich so vorstellen, wie wenn ihr am Sand, am Strand spielt, mit dem Sand dann in der Hand und lässt irgendwie einen großen Stein darunter fallen auf den Sand und dann wird da auch so ein bisschen Sand rausgeworfen und da entsteht eine Kuhle. So, und das Ganze ist auf dem Mond genauso passiert, nur dass der Stein, der da drunter gefallen ist, natürlich viel schneller geflogen ist, viel mehr Gewicht hatte und deswegen richtig tiefe Löcher da reingeschlagen hat. Und wenn ihr mal so einen Krater wie auf dem Mond in echt sehen wollt, dann könnt ihr nach Nördlingen fahren. Das ist in Süddeutschland, so zwischen Bayern und Baden-Württemberg an der Grenze. Eine sehr schöne Stadt. Und dort ist mal vor langer, langer Zeit ein Meteorit eingeschlagen, hat ein riesen Loch gemacht. Das hat ungefähr 40 Kilometer Durchmesser. Und der Meteorit hat aber nur die Größe von der Stadt. Dann kann man auf den Kirchturm hochlaufen, kann dann runterschauen, dann sieht man, die Stadt unten hat genau den Durchmesser von den Meteoriten und dann kann man gucken bis zum Horizont. Das ist alles, was der Krater dann, der erzeugt wurde, ist. Warum ist der Mond ein Kreis? Wieso ist der Mond denn rund und wieso wohnt da keiner? Also auf dem Mond wohnt noch keiner, weil auf dem Mond gibt es halt nicht die Lebensbedingungen wie auf der Erde. Dort haben wir keine Atmosphäre. Das heißt, man muss die Luft, die man atmet, immer mitbringen. Und auf dem Mond gibt es leider auch kein Wasser, also zumindest nicht in flüssiger Form. Und deswegen ist es eigentlich sehr lebensunfreundlich. Aber wir möchten natürlich in Zukunft schon Wissenschaftler hinschicken. Und da müssen wir eine Station bauen, die wie die Raumstation ISS richtig dicht ist, sodass wir dann innen drin Atemluft haben und atmen und dann auch leben können. Und dann möchten wir den Mond erkunden, weil der Mond ist sehr, sehr spannend für die Geschichte. Und der Mond ist kein Kreis, sondern eine Kugel, genauso wie die Erde. Aber von der Seite aus gesehen sieht das natürlich aus wie ein Kreis. Wie groß ist das Weltraum? Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich habe genau die gleiche Frage und viele, viele Wissenschaftler haben auch diese Frage. Das Universum, das Weltall, das weiß man, das ist über 13 Milliarden Jahre alt. Und hat sich dabei immer weiter ausgedehnt. Aber das ist so groß, dass wir gar nicht bis zum Ende schauen können. Und deswegen brauchen wir immer bessere Teleskope, um dann vielleicht ein bisschen weiter hineinzuschauen, um dann auch zu sehen, wie groß es wirklich ist. Wieso interessieren sich die Leute für das All? Ich meine, man sieht doch nur den Mond und ein paar gelbe Pünktchen. Vielleicht tagsüber auch und noch eine nach tagsüber eine Sonne, aber es gibt auch Mondfinsternissen. Wieso gibt es auch Mondfinsternisse und Sonnenfinsternis? Wieso gibt es die eigentlich? Das ist meine Frage. Okay, das sind eigentlich jetzt zwei Fragen, nämlich wieso interessieren sich die Leute fürs All? Ganz einfach, da draußen gibt es so unendlich viel zu entdecken und zu erforschen, was wir alles noch nicht verstehen. Und die Menschen, wenn sie abends in den Himmel schauen, dann stellen sich genau die Fragen, die du dir jetzt stellst, nämlich warum passieren die Dinge, die wir so sehen und was steckt dahinter? Und dann fragen sich die Menschen natürlich auch, wieso gibt es nur Menschen auf der Erde oder gibt es da draußen vielleicht noch eine zweite Erde und wie kam das Leben eigentlich auf die Erde? Wie ist eigentlich das Sonnensystem entstanden? Wie ist das Universum entstanden? Also all diese ganz großen Fragen, die möchten wir erkunden und deswegen interessieren wir uns für das Weltall. Und Sonnenfinsternis und Mondfinsternis entstehen dadurch, dass ein Objekt einen Schatten wirft und dann dahinter das Objekt dann nicht mehr sichtbar ist. Also bei einer Mondfinsternis fliegt der Mond sozusagen in den Erdschatten und dann erkennen wir den Mond nicht mehr, weil der dann plötzlich dunkel wird. Oder wenn er wieder aus dem Schatten rausfliegt, dann ist er gut zu erkennen. Und das gleiche auch bei der Sonnenfinsternis, da schiebt sich dann der Mond zwischen die Erde und die Sonne und blockiert somit unser Sonnenlicht. Was passiert, wenn zum Beispiel Weltraumschrott oder so gegen die Raumstation knallt und dann halt ein Stück sich ablöst und dann keiner es merkt und der Sauerstoff rausgeht? Ja, also du hast richtig erkannt, das ist eine Gefahr, wenn Weltraumschrott mit uns zusammenstoßen würde, dann könnte das viel, viel Schaden anrichten, nämlich in ein Loch machen und wir würden dann schon merken, dass der Sauerstoff entweicht, weil dann ist ein Druckabfall. Das ist ähnlich, wenn du mal in einem Flugzeug geflogen bist, da gehen dir so die Ohren zu beim Starten oder beim Landen aufgrund der Luftdruckveränderung. Und das Gleiche würden wir hier auch merken. Und wir haben auch Drucksensoren, die das auch messen und uns dann direkt einen Warnton geben würden.
Ja, aber wir möchten gar nicht in diese Gefahrensituation kommen. Und deswegen gibt es auf dem Boden viele Messinstrumente, die die ganze Zeit im Weltraumschrott im All kontrollieren, vermessen und dann auch wissen, wo das Land, wo dieser Schrott langfliegt. Und sobald sich dann zeigt, dass so ein Schrottteil auf Kollisionskurs mit uns kommt, machen wir ein Ausweichmanöver. Und das haben wir jetzt in der letzten Zeit recht oft gemacht, leider. Wieso gibt es so viele Gefahren im Weltall? Ja, das Weltall ist ja ein Raum, der prinzipiell nicht für Menschen gemacht wurde. Auf der Erde haben wir Luft und können dort atmen und auch die richtige Temperatur. Aber im Weltall ist Vakuum, das heißt, wir könnten dort gar nicht einatmen ohne unseren Raumanzug. Und es ist viel zu heiß und auch gleichzeitig viel zu kalt. Wenn wir in den Schatten reinfliegen, dann würden wir erfrieren. Und wenn wir im direkten Sonnenlicht sind, dann würden wir direkt aufgrund der hohen Hitze und der starken Sonnenstrahlung würden wir dann auch sehr, sehr starke Schäden zuziehen. Das heißt, wir brauchen einen Raumanzug und dieser Raumanzug, der schützt uns dann. Aber wir haben gezeigt, dass man mit solchen Raumanzügen gut im Weltall arbeiten kann und das hilft uns natürlich dann auch das Weltall zu erkunden. Und hier gibt es einfach so viel zu entdecken, da muss man sich auch mal die paar Gefahren dann riskieren und sagen, mit guten technischen Hilfsmitteln können wir das meistern. Und dann ist es keine Gefahr mehr. Wieso gibt es im Weltall keinen Sauerstoff? Warum gibt es auf dem Planeten keine Luft? Auf anderen? Das ist eigentlich ein Thema für die Wissenschaft. Also die Wissenschaftler forschen ja immer noch, warum gibt es auf der Erde Wasser und warum gibt es auch Sauerstoff. Da müssen sehr viele Umstände müssen zusammenpassen. Also unsere Erde hat genau das richtige Gewicht, die richtige Größe. Wenn unsere Erde größer wäre, dann würde die Atmosphäre dünner sein, weil sie dann die Atmosphäre dann weiter ranziehen würde. Aber das ist schon ein bisschen komplizierter und eigentlich bin ich auch nicht der Profi, um das alles so zu erklären. Aber wir möchten das natürlich erforschen und verstehen. Auf dem Mars gab es zum Beispiel in der Vergangenheit Meere und die Meere sind nun verschwunden. Die Wissenschaftler fragen sich dann natürlich, was ist mit diesem Planeten passiert? Warum ist diese Marsatmosphäre plötzlich so dünn geworden? Und wo sind die ganzen flüssigen Meere hin, die man auf dem Mars mal irgendwann hatte? Und wir möchten daraus sehr viel lernen, um welchen Fehler auf der Erde dann zu machen. Wie ist die Erde entstanden? Wie ist das Weltraum entstanden? Nach der jetzigen Theorie gab es irgendwann mal einen riesigen Superknall und dann ist alles auseinandergeflogen und daraus ist dann das Universum entstanden. Aber das ist so kompliziert und unvorstellbar, dass ich das auch nicht richtig begreife. Wieso gibt es schwarze Löcher? Ja, das ist auch Forschungsgegenstand. Schwarze Löcher sind sehr faszinierend. Im Zentrum der Milchstraße ist ja auch ein schwarzes Loch, worum dann die Galaxie kreist. Aber das ist wirklich schon sehr viel Wissenschaft und da braucht man Astrophysiker und nicht einen Astronauten wie mich. Ich kann das auch nicht erklären. Matthias, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass viele von den Kindern sich jetzt nicht nur mit den Fragen sehr auseinandergesetzt haben, sondern vielleicht auch irgendwann in die Wissenschaft gehen könnten. Das ist ja auch eine gute Motivation, um Kindern und Jugendlichen schon einmal Wissenschaft nahezubringen. Ganz herzlichen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Also sind wirklich sehr tiefgehende Fragen und da merkt man auch, die Kinder machen sich sehr viele Gedanken. Die haben das verstanden, wo die Fragen sind, weil sie stellen eigentlich genau die Fragen eines Profis. Und das zeigt mir, dass diese Kinder, Erstklässler sind ja, dass die ungemeines Wissen schon im Kindergarten oder in der Schule oder vielleicht auch durch das Alltagsleben, Gespräche mit den Eltern oder auch Funk und Fernsehen dann mit aufgesaugt haben. Also das sind richtige zukünftige Wissenschaftler. Deswegen bleiben wir auch dran. Ganz herzlichen Dank auf die ISS. Ganz herzlichen Dank an dich. Wir bleiben dran. Wir werden weiter mit dir sprechen und weiter das beschreiben können, was du dort oben machst. Dankeschön einstweilen. Und all das, was Sie jetzt gesehen und gehört haben, können Sie natürlich auch auf der Seite von Phoenix weiterverfolgen bei Alltag, die Mission des Matthias Maurer. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.